Der Höhepunkt der Menschheit war in den 90er Jahren. Die unpopulärsten Meinungen des Internets. Der Höhepunkt der Menschheit war in den 90er Jahren. Die besten Filme kommen aus den 90er Jahren. Schaut euch alle Filme aus dem goldenen Zeitalter der 90er Jahre an. Musik, man könnte ein ganzes Essay über die riesige Musikszene in den 90ern schreiben, die in den 00ern nur noch schlimmer wurde und qualitative zurückging. Meisterhafte Songs wie MMMH oder Im Blue Dabba Di Dab Ba Dah Sternchen zeigten, wie lustig die Zeiten waren. In den 90ern gab es weltweit ein viel größeres Gefühl der Hoffnung. Jetzt in den 2020ern ist es nur noch eine schreckliche Depression und alles ist düster. In den 90er Jahren waren die Menschen viel hoffnungsvoller. Wir hatten ein Gefühl von Kultur. Die Welt war besser als je zuvor. Seit den 2010er Jahren ist das alles den Bach runtergegangen. Vorlieben für bestimmte Ethnien bei der Partnersuche, wie stark oder schwach sie auch sein mögen, sind nichts, was man versuchen sollte, bei Menschen zu ändern oder sie dafür zu beschämen. Bevor ich anfange, möchte ich klarstellen, dass ich nur über Verabredungen spreche. Menschen oder andere Lebewesen nicht mit Respekt zu behandeln, weil sie anders aussehen, ist ein ekelhaftes Verhalten, das ich nicht gutheiße. Das ist unabhängig davon, ob es aus einem rassistischen Hintergrund, einem Trauma, der eigenen Erziehung, den Genen und so weiter resultiert oder nicht. Ich denke nicht, dass Menschen versuchen sollten, die ethnische Vorlieben anderer bei der Partnersuche zu ändern, selbst wenn sie dadurch eine oder mehrere Ethnien von der Partnersuche ausschließen. Ich persönlich sehe darin kein Problem, da ich der Meinung bin, dass die Partnersuche egoistisch ist und auch sein sollte, da man aus offensichtlichen Gründen nicht mit jemandem zusammenkommen möchte, mit dem man nicht zusammen sein möchte, aus welchem Grund auch immer. Man sollte sich mit jedem verabreden, mit dem man sich verabreden möchte, solange es natürlich ethisch vertretbar ist. Ich dachte, das Internetzeitalter würde wirklich aufregend sein. Jetzt wünschte ich, ich wäre nicht hier. Filme und Musik sind langweilig, weil wir eine Kultur haben, in der man keine Fehler machen darf. Man kann keine Grenzen überschreiten. Man kann populäre Ideen nicht in Frage stellen. Wenn man etwas falsch macht, ist man raus. Das Problem dabei ist, dass Risiko und Fehler Teil der Kreativität sind. Das führt dazu, dass wir ein Unterhaltungsprogramm voller langweiliger, aufgeweckter Weltverbesserer haben, die noch nie etwas falsch gemacht haben, ein einfaches Leben führen und Angst vor den möglichen Reaktionen in den sozialen Medien haben. Ich kann keinen einzigen ikonischen Musiker des letzten Jahrhunderts nennen, der in der heutigen Welt bestehen würde. Die sozialen Medien haben uns spalterischer gemacht. Früher konnte man einen Nachbarn mit einer anderen Meinung als die eigene einfach akzeptieren, heute geht das nicht mehr. Soziale Medien haben zur Verbreitung von Verschwörungstheorien geführt. Sozialen Medien belohnen jede schlechte Eigenschaft, wie hasserfüllt zu sein, zu urteilen, unversöhnlich zu sein und stellen Menschen falsch dar. Vor den sozialen Medien haben sich die Menschen einfach von anderen Menschen von anderen abgewandt. Jetzt beurteilen wir uns selbst danach, was andere tun, und haben das Bedürfnis, einen Standard zu erfüllen, der uns vorgelebt wird. Früher hieß es, Menschen machen Fehler, aber jetzt, wo es eine permanente Aufzeichnung gibt, beurteilen wir uns gegenseitig nach dem, was wir vor Jahren getan haben. Tinder hat uns beigebracht, Partner wie eine Ware zu behandeln, die man in 3 Sekunden bewerten kann. Instagram hat uns beigebracht, dass es wichtiger ist, sich zu zeigen, als etwas zu erleben. Twitter bringt uns bei, so voreingenommen und unversöhnlich wie möglich zu sein. Früher gehörte es zur gesellschaftlichen Etikette, nicht über Religion oder Politik zu sprechen. Jetzt haben wir keine Wahl mehr. Die Welt geht vor die Hunde. Der Planet wird immer schlechter. Die Mieten und Hauspreise steigen und steigen und das scheint nicht aufzuhören. Die Löhne stagnieren. Ich vermisse eine Welt, in der Unterhaltung interessant und provokativ war. In der wir die politischen Differenzen unserer Nachbarn akzeptierten. Wo wir den Menschen erlaubten, über ihre Fehler hinwegzukommen. Wo unsere Dummheit nicht aufgezeichnet und verbreitet wurde. Wo die Menschen nicht immer jeden Post von jeder Person sehen, die sie in ihrem Leben kennen. Wo wir Wert darauf legten, Erfahrungen zu machen, anstatt sie zu vermarkten. Wo wir nicht über Religion oder Politik sprechen, wo es insgesamt einen Optimismus für die Zukunft gab. Das Internet selbst hat aber nichts falsch gemacht, es hat nur gezeigt, wie bescheuert die Menschen sind. Vorstellungsgespräche sind so seltsam. Die gesamte Beziehung zwischen Arbeitgeber und potenziellem Arbeitnehmer ist wirklich sehr seltsam. Stellenanzeigen sind oft voller Lügen über Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen, Urlaub und Gehalt, aber gleichzeitig gilt es als ein abscheuliches Verbrechen, im Lebenslauf zu lügen. Man muss hunderte von Dollar ausgeben, um sich einen Anzug zu kaufen, um ein Vorstellungsgespräch mit einem Gesprächspartner zu führen,
von dem man nicht erwartet, dass er dasselbe tut, manchmal trägt er sogar einfach nur ein T-Shirt. Du musst pünktlich erscheinen, obwohl die Gesprächspartner oft zu spät kommen, manchmal sogar Stunden zu spät, während viele Unternehmen deine Bewerbung in den Papierkorb werfen, selbst wenn du nur ein paar Minuten zu spät bist. Heutzutage erwarten die meisten Unternehmen lange, personalisierte Anschreiben, sagen aber Bewerbern, an denen sie nicht interessiert sind, nicht einmal Bescheid oder lehnen sie ab. Du gefällst ihnen nicht, du wirst nie von ihnen hören. Falls du ihnen doch gefällst, musst du damit rechnen, dass du Wochen nach deiner Bewerbung eine E-Mail erhältst, in der erwartet wird, dass du alles stehen und liegen lässt, um sofort mit ihnen zu sprechen. Das alte Karussell, du bewirbst dich auf eine Stelle, bekommen ein Vorstellungsgespräch, aber während des Gesprächs werden dir seltsame Fragen zu einer Stelle gestellt, die überhaupt nicht nach der Stelle klingt, auf die du dich beworben hast. Herzlichen Glückwunsch, das Unternehmen stellt dich für eine andere, meist schlechtere Stelle ein, für die du dich nicht beworben hast. Die Ehrlichen sagen es dir von vornherein, die Unehrlichen weichen der Frage aus, bis du den Papierkram unterschreiben musst. Sie sind voll von Nichtfragen, die sie mit Ja beantworten müssen, um eine Stelle zu bekommen. Können Sie an Feiertagen arbeiten? Ja. Können Sie an Wochenenden arbeiten? Ja. Können Sie regelmäßig Überstunden machen? Ja. Wenn so eine dieser Fragen gestellt wird, ist es keine Frage. Du musst alle Antworten auf lächerliche, sinnlose Fragen haben, die drei größten Schwächen, wirklich, aber du kannst keine echten Fragen über den Ort stellen, an dem du die absehbare Zukunft verbringen wirst, Gehalt, Arbeitsbedingungen, tatsächliche Arbeitszeiten, zumindest nicht, bevor du mehrere Vorstellungsgespräche absolviert und möglicherweise Wochen deiner Zeit verschwendet hast. Letzten Endes sind Vorstellungsgespräche, zumindest in ihrer jetzigen Form, eine überholte Praxis. Vor allem bei Stellen, die keinen Kontakt mit der Öffentlichkeit erfordern. Wir sind hier nicht bei American Idol und Herr Jones, der mittlere Manager mit dem Anzug, den ich anziehen werde, du bist nicht Simon Cowell. Prostitution sollte komplett legal sein. Antiprostitutionsgesetze sind unsinnig. Es ist legal und weit verbreitet, Sex mit einem einwilligenden Erwachsenen zu haben. Es ist legal und weit verbreitet, Dienstleistungen zu verkaufen. Aber es ist illegal, sexuelle Dienstleistungen zu verkaufen. Das gleiche gilt für Orte, an denen es illegal ist, sexuelle Dienstleistungen zu kaufen, aber nicht zu verkaufen, tauschen sie einfach, verkaufen, gegen, kaufen. Und nicht nur das. Viele Arten von Sexarbeit sind völlig legal, auch solche, die sich kaum von der Prostitution unterscheiden, wie zum Beispiel Hardcore-Pornografie. Antiprostitutionsgesetze sind nicht wirksam und werden oft kaum durchgesetzt. Prostitution und andere Sexarbeit gibt es in allen Gesellschaften außer in den traditionellsten und zurückgezogensten. Dort, wo sie illegal sind, werden die Gesetze oft nicht durchgesetzt, wie zum Beispiel in den USA, wo man ohne Probleme ein Working Girl finden kann und es unwahrscheinlich ist, dass man deswegen rechtliche Probleme bekommt. Antiprostitutionsgesetze sind schädlich. Solche Gesetze erschweren es Menschen, die Opfer oder Zeugen von Verbrechen wie Zwangsprostitution, sexueller Ausbeutung von Kindern, sexuellem Missbrauch und ähnlichem waren, Hilfe zu bekommen oder Anzeige zu erstatten, da sie mit rechtlichen Problemen rechnen müssen. Vielen Dank im Voraus für die Antworten. Mütter, die die jüngeren Millennials und Gen Z-Jungs großzogen, waren nicht gut darin, Männer zu erziehen. Haushalte mit alleinerziehenden Müttern wurden in der Zeit, in der ihr aufgewachsen seid, immer häufiger und es ist, als ob die meisten jungen Mütter ihre Söhne sich entweder selbst erziehen ließen oder unglaublich verwöhnt waren. Kein dazwischen, euch wurde nicht beigebracht, wie man ein anständiger Partner oder Vater ist, oder auch nur ein anständiger Bürger. Das Internet macht die Menschen tatsächlich dümmer, indem es ihnen ein falsches Gefühl von Intelligenz vermittelt. Nun, so viele Leute denken, sie seien Experten, wenn sie nur Google verwenden müssen, um ihren Standpunkt zu beweisen. Nur weil irgendein Blog sagt, dass die Erde flach ist, stimmt das nicht. Nur weil sie bemerken, dass sich mehr Leute so und so verhalten, heißt das nicht, dass es nicht gestellt ist. Man kann den durch menschliche Aktivitäten verursachten Klimawandel nicht einfach desavouieren, weil das Klima sich ständig ändert. Du bist nicht schlau, weil dir alle zustimmen. Du bist auch nicht schlau, weil du anders bist. Und weißt du was, ich gebe zu, ich bin nur ein durchschnittlicher Joe. Tinder sollte es dir ermöglichen, Transgender-Menschen auszusortieren. Wenn man auf Tinder wischt, gibt es Zeiten, in denen die Hälfte der Leute schwule Typen auf der Suche nach neugierigen Typen oder Transgender-Typen sind. Ich suche das nicht, da ich auf Tinder bin und nicht auf Grindr. Wenn ich auf der Suche oder neugierig wäre, würde ich danach suchen. Frauen sind über den Körper von Männern genauso wenig informiert wie Männer über ihren. Viele Männer verstehen BHs, Make-up und Menstruation nicht. Das ist jedoch in Ordnung,
Denn warum sollte jemand etwas verstehen, mit dem er nie interagieren muss? Ich habe auch von einigen Frauen ein paar durchgeknallte Dinge über Männerkörper gehört. Manche Frauen glauben, dass man die Penisgröße eines Mannes an seinem Schritt in der Hose erkennen kann. Einige denken, dass Männer Erektionen kontrollieren können und dass eine Erektion sowieso bedeutet, dass ein Mann erregt ist. Andere wissen nicht, wofür ein Jockstrap ist. Lass mich nicht mit Big Dick Energy anfangen. Es ist eine Einbahnstraße des Missverständnisses von beiden Geschlechtern. Es wird hässlich, weil beide Geschlechter versuchen, den Charakter und den Körper der Menschen aufgrund und trotz dieser Missverständnisse zu beurteilen. Hast du auch eine Meinung, die du in der Öffentlichkeit lieber verschweigst? Schreib uns! Und vielen Dank fürs Einschalten.